nur die Kaffeemaschine röchelt. Also die Standheizung unten, wenn man genau hinhört, könnte man vermuten, dass die Röhrsch da, ja, die könnte jetzt auch eine Wasserleitung sein, wenn Wasser fließt irgendwo. Ganz bisschen. Na, hier machen wir runter in den Keller. Kann ich hier alle so alleine lassen? Ja, die Kaffeemaschine ist fertig. Mein Frühstück ist auch fertig. Apfelfrühstück. Apfel, Bananen, ein bisschen Öl mit Zucker gedünstet, dann mit Zitronensaft abgelöscht. Also nicht so viel Zitronensaft, nur ein bisschen. Nur damit der Apfel nicht anbrennt. Ja, den Apfelsaft draufgekippt. Zur Hälfte. Haferflocken drin. Wer will, kann noch ein bisschen Natron drin machen, um das Ganze ein bisschen zu regulieren. Ja, und dann mache ich immer noch ein bisschen Hafermilch ruf und dann lasse ich es abkühlen, ja, und aufgehen. Das ist ein schnelles Frühstück, wo man jetzt nicht hier anfangen muss, die Haferflocken über Nacht einzuweichen, weil durch die Hitzeeinwirkung werden die Gifte im Hafer schneller abgelöscht, gemildert, damit er nicht mehr ganz so giftig ist. Ja, der Hafer ist giftig. Wer hätte wohl gedacht, in Ruhid Weizenkronen, da sind auch Stoffe drin, die eigentlich als giftig deklariert werden müssten. Aber der Mensch fristet und fristet und merkt ja nicht, wie er dabei drauf kommt. Ja, und schon wird man süchtig. Das ist genau wie mit dem Kaffee, mit Koffein. Am Anfang merkst du noch, wie dir die Energie raubt. Ja. Und dann irgendwann wirst du süchtig danach. Und der Körper gewöhnt sich halt daran. Und du merkst es nicht mehr, dass dir die Energie geklaut wird. Dann fühlt man mal an. Wenn man eine ganze Weile keinen Kaffee getrunken hat und dann wieder trinkt, dann fühlt man das auch. Man fühlt sich sofort energielos und könnt schlafen gehen. So, jetzt merkst du schon, du willst ein bisschen lauter reden. Aber hier, die läuft jetzt schon eine Viertelstunde. Ja, kommt nur warme, feuchte Luft raus. Könnte man nie denken, dass da ein Diesel Pflanzenöl gemischt drin ist und verbrannt wird. Ja, natürlich schon schön warm. Ja, zeig mal die Temperatur an. Ja, hier ist die Temperatur angezeigt, die drinnen ist da im Brenner, 219 Grad. Ich dachte, das verbrennt heißer. Okay, 18 Grad haben wir jetzt hier im Keller. Ja, und das Ding, die Fernbedienung, den Kabel, der ist hier drinnen hinten angesteckt. Wollte den Stecker bloß abmachen, lange Kabel ran. Und dann, ja, muss ich mal gucken, muss ich hier mal eine Decke, weil das Loch, was hier drinnen ist für die Stromkabel, da sind halt schon die Stromkabel drinnen, ne? Huch. Und da passt, also ein dünner Klingel da, passt da nicht mehr mit durch. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die ganze Schose mit hier durch den Schornstein mache, weil bis dahin, wo es hin soll, wird dann nicht groß irgendwelche Hitze auftauchen. Und zur Not kann ich immer noch mir so ein dünnes Alu-Dingens da besorgen. Hier bloß dünner, so ein Kabelschutzrohr. Kabel, na, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das läuft ja geschmiert. Mit 50-50 gemischt. Inzwischen. Und ich hab da ganz normale Sonnenblumenöl raufgekippt. Ja. Läuft. Läuft jetzt auf halbe Kraft.
Leg mal auf Stufe 1. Das hat 8 Heizstufen. Das geht schon. Oh, jetzt merkst du schon. Das wird da leiser. So, und das habe ich gestern Abend neu gemacht. Oh, ich war gestern 3/4 des Tages, war ich überhaupt nicht für nichts zu gebrauchen. Ich habe mir völlig lethargisch bei mir im Sessel gesessen und wusste nicht, was ich machen kann. Ja, bin ein bisschen durch den Garten gedümpelt, habe hier und da ein bisschen geguckt und gemacht und getan. Und ja, heute fühle ich mich schon besser nach dem Aufstehen. Ja, wenn die Woche immer so stressig ist, dann brauche ich fast den ganzen Samstag immer, um zu regenerieren. Vor allen Dingen hier oben. Ja, schauen wir, und dann kommen wir. Die Ständer, die nur abgeschnitten, Platte drauf, nach fehlende Teil. Und hier kommt dann, ich habe mich dazu entschieden, hier einen neuen Durchbruch zu machen. Den hier oben, das mache ich dann zu. Und hier kommt dann alle durch. So hattet hier nur eine Kurve zu bewerkstelligen, ja, anstatt hier zwei, so eins, zwei. Ja. Da habe ich heute noch ein bisschen was zu tun, aber erstmal durchfrühstücken. Ja, hier hat sich auch ein bisschen was verändert. Ich habe jetzt hier über dem Fenster noch so eine Art Abstellfläche, Regal hingebaut. Da kommen jetzt die Clean-Kürbisse rauf. Sieht schön herbstlich aus. Und ja, das hat sich halt so angeboten, das so ein bisschen so im, ja, zum Design mit diesen Pressbrettern, die ja irgendwie eine tolle Oberfläche haben. Und ja, dann dachte ich mir, das schreit nach so einem LED-Band. Naja, und dann habe ich das geholt. Das ist das LED-Band, was ich hier überall habe. Das kostet nur 9,99 und das ist einfach ein fabelhaftes LED-Band. So, ja, hier mit Musikmodus oder Stimmenmodus. Immer wenn die Geräusch ist, wechselt die Farbe. Und du kannst ja jede beliebige Farbe entwickeln. Was dein Herz beliebt. 9,99. Und wie gesagt, das Ding klebst du auf. Kannst du, ja, und das ist deiner gestalterischen Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Ja, und hier ist auch nochmal so ein Lichtbewegungsmelder, wenn ich in eine Tür raus oder hinkomme, ich was sehe. Also mit dem Alter, das wird man nicht schlecht, wenn man dann doch mal Licht an so einen Stellen hat, wo man sich, man fängt plötzlich an, sich zu wünschen. Ja? Und da merkst du schon, das sind wohl die Augen, die an die Hirn sagen, ihr Hirn, wir brauchen mehr Licht, kannst du was machen? Sagt das Gehirn. Ja, Gehirn an Auge, ich werde mal gucken, was ich machen kann. Vielleicht lässt der Alte sich ja dazu überreden, da mal ein Licht zu installieren. Ich meine, gibt das ja nicht umsonst so was Schönes. Ja, in dem Sinne, da habe ich genug gequatscht. Und ja, es war nicht so geworden wie das Video, was ich ursprünglich gemacht hatte für dich. Aber das macht ja nichts. Also denn. Heute Morgen sind 8 Grad. Und das heißt, für Nico, dass es sich schon lohnt, mal den Eimer hier zu füllen mit Brennholz. Ja, heute Morgen sind wir voller Energie.
da habe ich mir auch gleich mal ein bisschen Musik angemacht. So 80er Jahre Remixe. Und ja, also ich habe echt gestern den ganzen Tag gebraucht, um wieder zu regenerieren und klar zu kommen. Also auch gerade vom Kopf her. Wenn du dann auch immer so viel Stress hast. Ja, und das Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Das ist schon 7 Jahre lang. Das zehrt dann schön an die Kräfte im Kopf. Gar nicht so im Körper, ja, mental. Irgendwann verlierst du den Glauben. Und wenn man, wenn man das merkt, dass sich das anbahnt, dann sollte man mal ganz dringend drüber nachdenken. Und vielleicht mal ein bisschen die Strategie ändert. Und ja, irgendwie braucht man ja so eine Art Einkommen. Das Gröbste, was man die Mutter Natur nicht geben kann. Und gerade wenn man dann noch so körperlich erschöpft ist, ja, eigentlich am Ende und mal echt eine Regenese braucht, eine längere, mindestens 6 Monaten oder so. Ja, da muss man sich vorher schon irgendwie ein bisschen Gedanken machen, dass man irgendwie so 500, 600, ja, in meinem Fall, ich habe ja noch eine Tochter, die bei der Mutter lebt, die kriegt ja auch jeden Monat 400 Euro von mir. Ja, also, woher nehmen, wenn nicht stehlen, wie man so sagt. Da muss man ja noch ein Einkommen haben. Ich selber hier, ich brauche nicht viel. Vielleicht, wenn es hochkommt, wenn jetzt in Stand, ja, würde ich ja auch, sag mal, 100 Euro, ja, zwischen 100 und 200 Euro pro Monat wegpacken, beiseite packen. Und dann brauche ich nochmal, wenn ich jetzt nicht jeden Tag arbeiten gehen würde, sondern hier wäre und hier meine Arbeit machen würde, da bräuchte ich einen Monat nochmal 300 Euro. Maximal 400. Ja. Und dann sind wir dann schon bei 800 und 800 Euro, die ich jeden Monat mindestens brauche. Ja. Jo. Das heißt, mit meiner derzeitigen Selbstständigkeit und der Beschäftigung machen. Wenn ich verdient, den ich mir so erlaube, bräuchte ich eigentlich nur noch eine Woche im Monat arbeiten. Und die restlichen 3 Wochen kann ich mir Gedanken machen, wie ich mir so eine Art passives Einkommen gestalte. Warum nicht? Ich habe da schon so ein paar Kohlen im Ofen, aber da muss ich natürlich noch eine Weile warten, bis dieser Ofen ordentlich Hitze ausspäht. So ist ja mein Plan. Dass ich hier in 2 Jahren von einem passiven Einkommen, damit ich hier leben kann und mir ein paar Ausgaben, die Karre, den passiven Einkommen gestalte. Ja, so ist der Plan. 2026. Man kann ja immer schön warm werden. Hier. Da wird man ja kuschelig. Also 20 Grad wie jetzt, das ist auch schon in Ordnung. Das ist nicht kalt, sag ich mal so. Also das Haus selber strahlt ja noch keine Kälte aus, weil die Wände noch warm sind, aufgeladen von der Sonne, von der Sommersonne. Aber wenn du da nicht rechtzeitig hinterher bist, ja, den entladen die sich die Wände und dann strahlen die schöne Kälte ab.
Ich mache mir jetzt mal schon immer, also nicht jeden Tag, den Ofen an. Also gerade jetzt am Wochenende, in der Woche, da haue ich mir dann, da mache ich ja dann mal so Klimagerät an, das kann auch heizen. Das reicht ja für die Stunde abends. Und dann schlafe ich ja eh. Ja, genau. Ah. Stabil. Haben wir jetzt einen schönen Tisch gebaut. Für die Ecke. Aus zwei Einwegpaletten. Und ein paar Brettern und eine USB-Platte. Auch Reste, auch alle Schnittreste. Wer im Ofen gelandet, hat einen neuen Sinn. Ja, und hier oben ruft, kommt dann ein gutes Stück. Ja, die Öffnung haben wir auch fertig. Dann kann die da oben nämlich zu. Und hier war komischerweise, war hier Beton. Was die Esse verstopft hat. Da habe ich hier erstmal einen Durchbruch gemacht. Jetzt kann man jetzt den Ruß, der entsteht, der hier runterfällt, wieder über die Klappe hier entsorgen. Das war nämlich vorher halt nicht der Fall. Ja, keine Ahnung, was sich die Leute dabei gedacht haben, das so zu bauen. Naja. So, langsam gestaltet an. So, jetzt haben wir alles montiert. Und wir haben sie auch schon eingeschalten. So, jetzt brauchst du mal einen Moment, bis er anfängt zu blasen und zu verbrennen. Na, hier, das Auspuffrohr. Erstmal provisorisch Richtung Esse. Und ja, den Ausgang geht jetzt nach oben zum Vorraum. Das ist das Rohr. Zwei Aushänge haben wir miteinander verbunden, damit halt mehr heiße Luft hier durchgeht und ja, einer hier für den Keller. Und dann gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie wir uns das hier vorstellen. Achso, ja, Stromversorgung, ja, 12 Volt, geht denn hier runter zum Netzteil und das ist zusammen mit der Wasserpumpe. Mit der hier angeschlossen an die Smart-Steckdose. Das Netzteil für die Heizung kriegt jetzt noch eine eigene Steckdose, eine eigene Smart-Steckdose. Und dann lässt sich dann auch der Energieverbrauch extra loggen. Jetzt geht's los. Macht erstmal gleich weniger Krach. Weil das ja alles jetzt hier durch den Schornstein geht. Naja, ein paar Minuten sehen wir uns wieder. So. Schöner warmer Luftstrom. Mal gucken. Ich habe das Ding ja unten jetzt auf volle Pulle eingestellt. Ja, auf Stufe 8. Das war jetzt bestimmt noch keine Betriebstemperatur. Wir haben ja ein Laserthermometer. Ja, was will man denn mehr? Oh, schönster Sonnenschein heute. Es war Wolken am Himmel. Ich habe ja so viel Schwung, ich komme nicht mal um eine Kurve rum. Elan, das ist der Wahnsinn.
So, mal den Aushang hier im Keller messen. Ja, ein bisschen Wärme wird natürlich immer über das Rohr verloren gehen. Nach oben hin. Lässt sich nicht vermeiden. Aber ist doch noch jede Menge, die da oben ankommt. Fluktuiert immer so ein bisschen. Ne? So, jetzt sieht man mal hochmessen. Das waren so um 80 Grad. Ne? Das ist schon heftig, wie ich finde. Ah. Es sind jetzt nicht so viel Grad Celsius, die da verloren gehen. Aber ich denke mal, wenn das halt das Stück, was in der Esse drin ist, wenn man das jetzt noch irgendwie isolieren könnte, was könnte man da nehmen? Drüber nachdenken. Ja, vielleicht hast du ja eine Idee, wie man den isolieren könnte. Platzsparend. So, ich habe jetzt in der letzten Stunde noch den Keller aufgeräumt. Was ich mir ja nicht gezeigt habe, ist. Tada! Ja, so ein Konvektionsheizkörper. Einfach modifiziert. Ja, die Heizung ist jetzt aus. Aber das Ding wird allgemein dann schön warm. Auch das Blech hier strahlt dann so ein bisschen Wärme ab, weil das aufgeheizt wird durch die warme Luft. Ja. Aber bleibt noch zu beobachten. So läuft das jetzt erstmal. Ja, ich bin gerade nur dabei, die Gasflasche zu wechseln. Und ja, dann mache ich mir meine Kürbissuppe warm und esse erstmal was. Mir knurrt.